Moin Leute und willkommen zu einem erneuten Part Let's Play Splinter. Es geht direkt weiter. Wir wollen nicht ganz lange schnacken, wir wollen direkt wieder Vollgas geben. Ich möchte einiges schaffen. Das möchte ich immer, aber ich schaffe es dann doch irgendwie nie. Weil wieder irgendwas Blödes passiert und wenn ich mich nur verfahre. Ich hatte ja in Erinnerung, dass wir geradeaus müssen. Ich guck's aber lieber nochmal nach, aber ja, es ist so. Warte mal, wo fahre ich überhaupt gerade hin? Ja. Dann wäre es jetzt gewesen, wenn das kein Ziel gewesen wäre. Ich hatte gerade irgendwie so die Werkstatt als Ziel in Erinnerung, aber. Gott sei Dank ist dahinter noch ein Ziel. Siehst du, das sind nämlich so diese Momente. Läuft bei dir, Stein. Diese Momente, die. Ja. Dann doch wieder einen kurzen Herzstillstand bringen, sozusagen. So, während der Fahrt muss ich mal kurz einen Schluck trinken. Erstmal muss ich diese dämliche Flasche aufkriegen. Ist nicht so einfach. Muss ich sagen. Ja. Entschuldigung dafür. Für die komischen Trinkgeräusche. So. Jetzt kann das hier losgehen. Jetzt wird die erste Ladung abgeliefert, dann steigen wir direkt in den nächsten LKW um. Und reißen das. Leute, jetzt sind wir voll im Lauf drin. Es geht richtig ab. Wir werden es auf jeden Fall unter den 20 Parts schaffen, dieses Spiel durchzuspielen. Beziehungsweise die erste Map, das wird doch mega, mega nice. So, wir sind jetzt auf der finalen Gerade. Gerade ist es zwar nicht, aber es ist final. Und dann lassen wir unseren scheiß LKW auch mal stehen. Steigen direkt in den anderen Transporter um. Gucken mal, was wir dann als nächstes beliefern. Oh, bitte. Wenn ich jetzt umkippen würde, ne? Dann würde ich echt. Ich weiß nicht was. Dann würde ich Amok laufen. Würde ich einen großen Hubschrauber bestellen als Mod. Würde ich mir einen Mod holen, Hubschrauber. Aber nicht nochmal das. Ne, ne. So. Shortcut hat niemand gemerkt. Habt ihr nie gesehen. Die Cut in Splinter ist echt ziemlich oft. Das ist mir schon mal aufgefallen. Ach, jetzt müssen wir auch genau gerade in das Ziel da reinfahren, weil sonst nimmt der, kann man das glaube ich nicht abladen. Oder sowas war das. Wobei, wie soll ich da jetzt richtig reinfahren, ne? Mit dem Dingen hier. Oh Gott. Schon wieder voll am Abdrehen. Okay.
Ha, da haben wir die Kurve nicht ganz gekriegt. Wir werden gleich mal mit dem anderen fahren, mit diesem komischen, der so zwei einzelne Kabinen hat. Und das schaut zumindest aus, als wenn der zwei einzelne Kabinen hat. Wir werden mal gucken, was der denn vom Fahrverhalten so macht. Ob der besser ist oder schlechter ist. Jo. Läuft. So, vielleicht können wir es ja einfach abladen. Entladen. Perfekt. 6 von 8. Wir müssen hier echt nochmal hin. Okay. Wir müssen da echt nochmal hin. Aber das machen wir nicht mit diesem Gefährt. Sondern mit dem anderen treuen Gefährt. Das hier rumsteht und heißt... Wie heißt es denn? Das da ist es, glaube ich. Na, das da. Ja. Mehrzweck. Okay, mit dem werden wir es vielleicht auch nicht machen. Mit dem werden wir es ganz sicher nicht machen. Wir werden es dann wohl oder übel mit diesem Fahrzeug hier machen, was hier direkt neben steht. So. Das da. Motor starten. Werkstattfläche abbauen. Wir nehmen jetzt aber, glaube ich, mittlerer Holzauflieger. So. Rüsten wir doch erstmal unser Schätzchen jetzt hier aus. Ladefläche Holzauflieger. Holzauflieger hört sich gut an. Mittlerer Holzanhänger ist verfügbar. So, okay, wir haben einen mittleren Holzanhänger. Das ist gut. Dann können wir noch... Können wir noch anbauen? Wir können Frontauspuff anbauen, wir können Kranstütze. Bauen wir die auch einfach mal an, sieht süß aus. Okay. Und dann machen wir uns auf den Weg, wo ich auch noch immer gerade hin wollte. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Haben wir nur einen einzigen Holzdings? Oh Gott, das ist ja richtig scheiße. Wir müssen ja... Okay. Wir müssen echt weit fahren. Egal. Echt ganz schön weit fahren. Junge, 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 das wird... Sind wir denn jetzt auf dem richtigen Wege? Wir sind auf dem richtigen... Wir müssen eigentlich nur in dieser Straße folgen und... Dann Holz laufen. Das wird natürlich eine echte Fahrerei, wenn wir so mega weit fahren müssen. Ne? Ist dann natürlich echt nicht mehr so ganz so nice. Wenn ihr wischt. Aber egal. So wird das Let's Play wenigstens nicht so kurz. Die erste Season und... Ist ja auch nicht schlecht. Warte mal, wir haben jetzt mit dem anderen da 4, nee, 6 haben wir gekriegt. Wir brauchen pro Station 8. Den müssen wir, und der hier bringt 4, glaube ich. Also mit dem großen einmal anfahren oder mit dem hier zweimal anfahren?
Eigentlich wäre es schlauer, mit dem hier nur die Kleinladung zu fahren, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es wäre schlauer gewesen. Das wäre auf jeden Fall schlauer gewesen. Wir fahren nochmal zurück in die Werkstatt. Ich fahre mit dem nur kleine Fuhren. So. Bauen das mal wieder ab. Bauen das ab. Und bauen dann den... Wie heißt der denn? Ladefläche. An. Kann Ladung tragen. So, und dann machen wir uns hiermit auf den Weg. Denn... dann müssen wir... Die bringt zwei Ladungspunkte. Und diese zwei fehlen uns ja immer. Fahren wir mit dem Großen. Und dann noch mit dem hier. Ich weiß, es war jetzt gerade mega Zeitverschwendung, aber egal. YOLO. So, gleich werde ich jetzt mal... Ich nehme immer noch seit der, ich glaube, 10. Folge am Stück auf. Gleich werde ich erstmal aufhören. Ja, dann kann ich erstmal rendern. Random. Mal diese fliegenden Steine, bitte. Oh, wir sind ja. Sind wir schon da? Ja, das ging ja schnell. Muss ich sagen, ging wirklich ganz schnell. Eigentlich. Mit dem Ding kommen wir da gleich auch wenigstens relativ angenehm raus. Der Teil hat einfach einen viel geileren Wendekreis. Nee. Das war leider die falsche Werkstatt, in die wir uns zurücksetzen. Oh nee, Leute, ich bin so blöd. Oh, es ist einfach zu spät, ey. Ich kann mich nicht mehr richtig konzentrieren. Das war's für diesen Part. Let's play Spin Tires. Der wird jetzt ein bisschen kürzer, aber egal. Ich keine Konzentration mehr. Ihr seht ja, ich mache hier nur Scheiße. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Und ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.